ich hatte eine Psychose. Das war dann so der Punkt auch, wo ich dann angefangen habe, nicht mehr unterscheiden zu können, ob ich Sachen geträumt habe oder ob sie wirklich passiert sind. Das war dann die Phase, wo ich das Zentrum der Welt war und der neue Messias und, keine Ahnung, biologisches Experiment und geklont und Magie. Also, während einer Psychose ist man 24/7 drauf. Und das über mehrere Wochen. Also ich meine, das muss man sich mal geben. Ich laufe durch die Gegend und denke die ganze Zeit, Mann, wie soll ich heute mein Leben mal klar bekommen? Ich bin psychisch krank. Der schwierigste Punkt ist, festzustellen, dass man alleine nicht mehr klarkommt. Also der Punkt, der am meisten Mut erfordert. Das ist schon schwierig, letzten Endes zu sagen, wenn ich es nicht mehr kann alleine, dann muss ich mir Hilfe suchen.